Freundliche Ambivalency! Schuss verlangt! Bam! Habt ihr es gesehen? Mann ey, was für eine gute Folge hier. Erika! Und es geht los, weiter geht's mit Call to Arms, Gates of Hell. Wir spielen den Rebellion Mod und auf ins Abenteuer, würde ich sagen. Eine Sekunde, oh Gott. Oh Gott, der Nisa, er kommt nicht raus. Oh Gott, das ist pure Qual. Folgendes, wir haben ein bisschen was erobert, das verkaufen wir direkt. Wir machen das immer so, momentan haben wir keinen Loot-Faktor an. Und der Black Eye ist immer so ein Gegengewicht dafür. Und er ist heute nicht da, weil ich habe vergessen aufzunehmen. Und er ist nicht online, deswegen mache ich jetzt eine Folge ohne den lieben Black Eye. Das heißt, wir forschen auch ohne den lieben Black Eye. Das ist vielleicht ganz gut, sonst würde ich Panzer direkt forschen. Es gab auf jeden Fall mehrere Stimmen, die gesagt haben, wir sollen Mörser forschen. Und ich glaube, ich stimme auch jetzt zu. Wir haben es oft geskippt. Aber ich glaube, es ist wirklich eine gute Idee. Entweder gehen wir auf die Mörser hier oder wir gehen auf den Pioniermörser, auf den 20 cm Kabum Eraser. Aber ich glaube, wir gehen einfach direkt auf Anhieb auf den 12 cm Mörser und skippen alles andere. Das kostet jetzt, aber ist egal. Wir gehen auf einfache Befestigung und das Problem ist, was wir jetzt haben eventuell, dass wir keine Pack haben, um irgendwas auszuknipsen, was ausgeknipst werden muss. Wir können aber auf das 4,7 cm Geschütz gehen, was unter anderem möglich wäre. Aber ich glaube, wir kommen noch mit dem 7,5 cm länger aus. Und ja, das ist jetzt unsere Forschung. Und jetzt bereiten wir das noch ein bisschen hier vor. Und zwar machen wir jetzt mal den Mörserstart klar. Packen den Mörser beim Black Eye rein. 12 cm Mörser, bitteschön. Jetzt sind wir schon wieder pleite. Das bedeutet, wir müssen da trotzdem noch versuchen, Munition reinzupacken. Ich glaube, dafür passt es auch nicht mehr. Doch, geht noch. Sehr gut. So, wir haben zweimal Infanterie, 7,5 cm Schützengruppen und sind blanko. Wir speichern ab, wir bleiben auf Einzelspieler und nehmen eine... Guck mal, hier haben wir Bonus. Wir können aber auch auf Fabrik gehen oder wir gehen auf Flugplatz. Aber ich glaube, Bonusstufe 3 könnte interessant werden. Plus Forschung. Aber das hier ist zum Beispiel Sommer. Ich glaube, wir machen jetzt alleine Fabrik. Los geht's. Auf ins Abenteuer. Ach ja. Dann. Auf ins Gefecht. Ja. So, ich musste gerade die Nase schneuzen, aber ist alles wieder im Griff. Ich habe irgendwie mein, ist richtig rum. Ich habe nur laut gedacht, Entschuldigung. Ja, das passiert. Das ist ein bisschen normal bei mir. Das Lautdenken. Das nimmt halt zu, desto älter man wird oder desto länger man Selbstgespräche führt. Und ja, das ist das Resultat davon. Okay. Ach, wir greifen an. Ich dachte, wir verteidigen. Nee, das haben wir ja zuletzt gemacht. Okay, alles klar. Guck mal, das können wir super gut einnehmen. Wie cool ist das denn bitte? Hier ist C. Und das A. Okay, los geht's. Ich glaube, ich kann wieder lauter machen, oder? Ein bisschen mehr Bum-Bang ist immer gut. So. Ja? Befehle? Ich kann aber nicht schon wieder das Ding auf das Thumbnail packen. Was haben wir denn da? So. Scout-Schützen? Packs? Das ist krass, dass in die ersten Mission direkt mit so einem Scout-Car kam, ne? Das haben wir seitdem nicht nochmal gesehen. Das war irgendwie komisch. Bereit. Können wir den anhängen? Ja, das geht sogar! Ja, sehr gut! Ich meine, ja, natürlich! Das wusste ich. Braucht jemand einen
Sanitäter? Geht's los? Geht's los? Ja, sehr schön. Jawohl. Wir können jetzt einen Konvoi machen und das mal screenshotten. Sieht aber auch echt gut aus. Sowas kann man immer bringen. Einfach so Diorama. Ach, da sind sie schon. Na, ja, das ist natürlich doof. Ich weiß nicht, ob ich schon für den einen das aufbauen soll. Diese Stellung wird gehalten, ist das klar? Schlussmeld verlagern! Gruppe 1 über den Flanken folgen! Das ist schlimm, jetzt bin nur ich im Kommand. Das ist nicht gut. Es gibt viele Verluste. Was sollen wir tun? Ja, aus der Hüfte. So muss das sein. Schützgruppe, Schützenlinie, Schützenlinie! Ja, los geht's, komm, egal. Die sind direkt ausgestiegen. Ein bisschen weiter nach vorne bitte, dankeschön. Nee, warte mal. Die gehören aber nicht zu dem Mörsertrupp. Hat jemand noch Munition? Jawohl, Alter, was ein Wumms? Boom! Jawohl! Hau rein, mein schöner Mörser! Bam, Junge! Okay, ich weiß nicht, ob wir uns hier eingraben sollten, aber ich glaube, es wäre vielleicht... Nee, Quatsch, müssen wir nicht. Bam! Jawoll, da fliegt der Kapitalismus wortwörtlich durch die Gegend. Wunderschön. So macht Spaß. Jetzt räumen wir mal ein bisschen selber auf. Feinde 12 Uhr! Feindliche MBB-NST! Schussmeld verlagert! Bam! Habt ihr es gesehen? Mann ey, was eine gute Folge hier. Ich mag's, wenn's schwer ist, aber ich mag's noch mehr, wenn sie durch die Gegend fliegen. Ah ja. Erstmal ein bisschen ballern. Okay, wie weit können wir denn schießen? Es geht auf jeden Fall bis 200 irgendwas wahrscheinlich. Schön weiterfeuern. Wie lauten die Befehle? Jawohl. Bleiben wir einfach so. Wir machen es klassisch. Rücken wir aus. Aha. Hinten ist aber noch irgendwas. Da kommt ein Stuart. Ach du Scheiße. Ach du Sch... Schaffen wir, schaffen wir. Wir müssen nur zurück. Jetzt schon. Jawohl, Treffer! Ist er tot? Ja, ist er. Alter, kommt da ein Stuart? Ich flipp aus. Wir müssen diese Gräben stürmen. Weißt du, hätte ich jetzt Schützengräben gehabt, dann. Hätte, hätte. Ja, ich weiß. Kommt schon, Leute. Müssen wir mal wieder ein bisschen wiederbeleben hier. Ich muss als nächstes noch den Sunny-Mod draufhauen, glaube ich. Okay, wir holen Gräben. Das reicht. Ich glaube... Aber das sind die Mauern. Wir sind nicht mehr weit weg von guten Deckungen.
Ich könnte es einfach probieren oder drauf anlegen, ich weiß ja nicht. Noch ein bisschen reinrotzen. Oh, wir haben schon gut Mörser-Leute verloren auch. Ne, einen nur. Das ist der aber nicht. Okay, jetzt können wir. Los, los, los! Das gehört, hat irgendwas zurückgeschossen. Hinlegen! Boah, was war das denn? Das war die 37. Glaube ich. Wir haben direkt Verlust. Einfach für die Geräuschkulisse, weißt du? Einfach. Einfach für die Geräuschkulisse. Das ist einfach permanentes. Permanenter Beschuss. Sehr schön, vorrücken. Gebiet! Gebiet sichern! Gebiet wird gesichert! Kommt Verstärkung. Ja, wohin mit dem Ding? Wo sollen wir mit dem Teil hin? Na, wirst du wohl. Dankeschön. Was ist das denn da? Ist das ein. Nee. Lade nach! Nachladen! Bereit! Feuer bereit! Pass auf, dass sie uns nicht blockieren! Halte die Munition bereit! Oh, scheiße. Boah, Alter, der ist aber gut unter Feuer. Da kommt, ist das ein Red Bull Express? Ich glaube, wir müssen uns hier tatsächlich eingraben. Das ist geil, jetzt die Schützengräben sichern hier. Schnell, wir müssen weiter! Oh, wir sind Granatenreichweite hier schon. Hier, fang! Oh, scheiße! Nein! Wie ist die Granate denn geflogen, Jonathan? Sunny, zu mir! Er lebt nicht mehr. Doch, er lebt noch. Jetzt müssen wir aber hier mal bessere Position einnehmen. Er kommt. Okay. Keine Munition mehr. Wo soll das Ding hin? Komm schon. Wir stellen uns hier hin. Was sollen wir tun? Jetzt los! Wir lauten die Befehle!
Bam, Junge. Wir füllen die hier mal gerade auf. Wo sollen wir mit dem Teil? Wir brauchen bessere Infanterie. Die Kübelwagen absprengen! Bam! Okay. Vorwärts, vorwärts! Ja, es ist die heldenhafte Trompete. Okay, jetzt müssen wir ein bisschen näher. Dann packt mal zusammen! Den Mörser holen wir auch mal näher ran. Können wir eigentlich in das Loch da packen, aber tu den da unten rein. Haben wir dafür noch Munition? Ja, haben wir noch. Verdammt! Kommt ruhig her! Nicht gut? Jawohl! Deckung! Okay, okay, wir wissen es ja. Wo soll das Ding hin? Ja, wohin mit dem Ding? Reichweite, ne? Können wir da mal ein bisschen Sperrfeuer machen? Das ist irgendwo ein MG oder so. Das ist eine... Warte mal, war das jetzt mein Geschütz? Muss ja. Oh, hier ist eine Olikon. Eine Oliken. Wie ich das sehe. Ja, ja, läuft doch. Das haben wir noch nicht kaputt. Könnte man Pause machen, wenn das Ding einschlägt. Das ist so. Ach, guck mal, ein Flammenwerfer. Los, Beul. We lost a man. Wenn ich das Screenshot machen, denken die Leute, wir haben auf den Arsch gekriegt. Nein, wir kommen nie auf den Arsch. So, los geht's. Oh oh. Oh! Jo, jetzt ein bisschen. Wir haben so ein bisschen gelitten. Nee. Ist das der hier? Ja. Das heißt, man kann ja auch reingehen. Geil, ne? Richtig geil. Jawoll, ich muss dem Mörser immer sagen, er soll ja aufhören reinzuballern. Also... Richtig gut. I'm bleeding!
ist aber noch irgendein Geschütz. Verreckt dran! Eine Pack. Das ist bestimmt ein Sniper. Oh. Kapitalisten Schweine! Richtig gut. Okay. Das haben wir geschafft. Oh, schade. Hat gerade Spaß gemacht. Naja. Ich glaube, oben brauchen wir hier großartig auch nichts. Aber wir brauchen die Kröten. Wir haben es gesehen. Es war schon dämlich, nicht alles mitzunehmen letzte Folge. Das sage ich aber häufig und dann tun wir es trotzdem nicht. Ich gehe mal da dran. Vielleicht dürfen wir es behalten. Aber ich glaube nicht. Das gehört zur Map. Ja? Ich glaube, der ist da drin, ne? Oh, da ist er. Nee, anderer Raum. Der arme Soldat. Befehl wird ausgeführt. So. Und oben ist noch ein Mörser, den können wir erobern und verkaufen, aber ich glaube, das lassen wir einfach. Fall das Ding hin. Nämlich dann verliere ich wahrscheinlich wieder Einheiten. Warte mal, kann ich dich ab... Jawoll! Kann ich dich abbauen, wollte ich sagen. Wunderschön. Wie lauten die Befehle? Und zwar geht das. Natürlich geht das. Pass auf, wir lassen das mal raus. Ah ne, lass mir drin. Wir haben ja genug Munition jetzt da rausgenommen. Alles klar. Ja, MG42. Geht doch. Wenn nichts wird, wird MG42. Ja. Und das können wir nicht besetzen. Doch, geht. Wo sollen wir mit dem Teil hin? Peanuts. 60 Kröten oder so gibt es vielleicht. Pinunsen. Ne, halt, warte. Der hat... Ausrücken. Ach, der hat schon... Was hat der denn am Rücken? Ah ja. Das ist der von eben, ne? Verstanden! Jawohl! Das warten wir noch gerade. Aber es sollte jetzt geschafft sein. 19 erquickende Minuten der wunderschönen Explosion. Schade. Gut, ich werde jetzt auch nicht mit euch forschen, weil dann ist der Blacker nächste Runde wieder da und dann kann er, dann darf er frei entscheiden, was wir machen. 3,8 Forschung, damit kann man auf jeden Fall was machen. Insgesamt sind wir dann jetzt bei... Das ist Verteidigung, ne? 5 Forschung. Er soll mal entscheiden, was er dann benutzen will, weil ich glaube, der Mörser kommt dann zu mir. Wir haben natürlich das Schätzchen hier und das würde theoretisch dauerhaft sehr lange sehr gut sein. Gut, Leute, danke fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Gates of Hell, ihr seid die Besten. Haut rein. Thank you.